Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres Victoria 3 Let's Plays mit Chile. Wir sind gerade dabei, unsere koloniale Macht ein wenig einzusetzen, um Äthiopien zu gründen und dann freizugeben unter dem Marionettenstatus, natürlich. So wie wir es schon mit Chilenisch Ostafrika gemacht haben, wo ich leider nicht drüber nachgedacht habe und es dann hier so ein bisschen blöd wurde. Ja. Weil jetzt kann ich die Scheiße hier nicht mehr einnehmen, ohne dass der, ne, ihr wisst schon. Okay. Ja, was wir jetzt aber machen werden, ist noch kurz einen Moment warten. Weil, wenn wir hier nämlich mal gucken, Staat erobern, dann kriegen wir da 3,2 Verrufenheit. Ja, das ist ziemlich angenehm. Weil bei 25 sind wir erst berüchtigt. Ich will jetzt noch einen kleinen Moment einfach zuwarten, ne? Nicht, dass sich da noch irgendjemand dann einschaltet, weil wir haben zwar noch einen Verfall, aber wenn sich da zum Beispiel Isaac einschaltet oder Außer oder Tigray oder sonst irgendwer, dann könnte das noch ein bisschen mehr Verrufenheit hervorrufen und dann haben wir vielleicht ein Problem. Who knows? Ja, hier politische Stärke, sollen sie halt ein bisschen dazu kriegen. Es sinkt jetzt eh wieder, weil Unterstützung ja bei 54% liegt. So, wie sind wir jetzt aufgestellt? 21,4. Ja, ich sollte vielleicht runter bis auf 21 glatt. Ah, scheiß drauf. Zack. Bestätigen. Was soll der ja jetzt? Ja, ja, wir haben da eine offene Grenze, das ist richtig. Wir schicken da nicht die 40er, die ist ein bisschen zu strong. Nehmen wir doch die 12er. Dann rücken wir hier mal falsche Taste hier mobilisieren. Dann geht der hier rüber. Was ist das denn? Was macht der denn da? Naja. Soll er sich bewegen? So, wie sieht's hier aus? Neue Wahl, neues Glück oder was? Regierungsumbildung? Nö. Bleibt alles so, wie es ist. Hoffentlich kommt jetzt auch bald mal die Scheißblock-Steuer hier durch. Es geht hier, Lebensmittelfabrik. Guck mal, das war die Äthiopien-Armee. Ja, nice. Mhm. Lebensmittelfabrikendurchsatz minus 50%. Scheiß drauf. Holen wir uns noch ein paar Radikale ins Haus. Geht schon. Hm. 65, sinkt jetzt eh wieder. Ist okay. Wir machen Plus. Ist auch fein. Trotz Krieg. Sieht eigentlich ganz nice aus. BIP wächst auch. Belesenheit ist auch am Start. Mittlerweile auf Platz 14. Ist gar nicht mal so verkehrt. Wer ist denn da so großartig vor uns? Deutschland ist sehr weit vorne, ja. Aber zum Beispiel Australien, Belgien, Kuba, Sansibar, Krakau. Ist gar nicht mehr so die Luft dazwischen. Will sich keiner mehr einmischen. Hier auf der Seite von Wasangali. Ist auch fein für mich. Dann brauche ich da nicht so viel Rücksicht drauf nehmen und kann vielleicht Isaac relativ schnell einnehmen. Und Sidamo. Weil dann werde ich während des Krieges hier nämlich direkt schon wieder Achtbarkeit so weit erreichen, dass ich direkt hier drüben in den nächsten gehen kann. Und dann vielleicht hier drüben auch schon in den nächsten. Wobei, hier muss ich zwei Teilstücke, aber das könnte sein, dass das relativ günstig ist, in Anführungszeichen. Also könnte ganz easy werden. Theoretisch.
wie es dann letzten Endes aussieht. Jetzt werden wir erst nach Beendigung dieser ganzen Angriffe herausfinden. Kann ich eigentlich auch einfach ein Land geben? Nee, ne? Staaten tauschen. Müsste man gucken. So, hat sich keine Sau mehr eingeschaltet, dann mache ich das jetzt alleine und dann kriege ich jetzt wieder plus 0,7. Das ist doch geil. Ne? Plus 0,5 durch laufende Kriege. Das heißt, es geht wieder weiter hoch. Das ist sehr gut. Das ist äußerst gut. Weil wir haben jetzt noch 9 Jahre. 36. Proportionalsteuer. Nice. Jetzt geht nächste Woche hier der Schüssel hoch. 22,8k. Läuft. Jetzt kriegen wir mehr Kohle. Ist natürlich auch hier, wenn ich da drauf drücke, kriegen wir automatisch um einiges weniger Kohle. Aber wir kriegen im Großen und Ganzen halt um einiges mehr Geld. Das ist doch eine schöne Entwicklung. Geht es hier auch irgendwie mal wieder vorwärts? Ja, also. Geht doch. Zack, Masangali erledigt. Nice. Äußerst gut. Die Höllenmaschine. José Belus ist Herrscherpolitiker. Ja, ist der Präsident. Ignacio. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Falsche Taste. Beschließen mit einer. Ach so. Nee. Radio Paraguay, Änderung minus 10%. Dafür ein paar Radikale und ein bisschen Verwüstung. Nehmen wir in Kauf. Wie viele Ausgaben habe ich gerade für Militär? Nur 21.000. Dann demobilisieren wir doch mal den Haufen. Jawohl. Da müssen wir erst die Woche fertig laufen lassen, nehme ich mal an. So, Woche fertig und... Okay, gut, da hat sich jetzt nicht viel getan. Aber okay, waren auch nicht so viele Truppen. Oh, die ersten Kraftwerke werden gebaut. In Santiago gleich 4 Stück. Na gut, wenn er meint. Herzlich und loyal. Das hört man doch gern. Dann werden wir mal aufhören, die Beziehung zu verbessern, ne? Dann sind wir hier nämlich wieder bei genau 0. Nice, das ist Brüsseher.
Mann, oh Mann, haben die ein Problem. Oh, Freihandel beschließen, extrem. Ey, den Weg gehe ich mit euch. Wärst du dagegen? Lass mal kurz checken, was hier abgeht. Ja, let's go. Hau raus, habe ich keinen Stress mit. Freihandel können wir gerne machen. Da bin ich voll mit am Start. Jetzt kommt wieder die Staatsreligion. Ich krieg einen Krampf, ey. Wir sind wieder bei 21,3. Jetzt können wir doch auch direkt mal auschecken. Hier, Start erobern, 3,7. Ja, das ist doch perfekt. Das geht ja relativ easy. Und was geht hier? Start erobern, 4,7. Da müssten wir tatsächlich noch ein bisschen länger drauf warten. Einen ganzen Punkt. Das heißt, theoretisch 10 Wochen. Wie sieht's denn aus hier? 3,2, 2,8. Okay, wenn ich alles auf einen Schlag haben wollen würde. Mal kurz gucken. G-Grey kann ich nicht. Wahrscheinlich noch Waffenstillstand. Sheva wäre natürlich ein dicker Brocken, der wichtig wäre. Ja, ich komme tatsächlich nicht über 25 mit allem zusammen, glaube ich. Oder gerade so. Knapp über 25. Ist ja eigentlich ganz fein. Na, ja, jetzt sind wir bei 20,8. Jetzt kann ich hier reingehen. Mit 3,7. Zack, bin ich bei 24,4. Werden die Truppen hier mobilisiert, da hingeschickt, 40 Tage, dann sind die da angekommen. Und dann könnte Isaac uns schon höher gehören. Dann würde komplett Somaliland wieder zusammenhängend sein. Das wäre ja schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Der gemeine Soldat. Was geht denn hier? Kasernendurchsatz halt reduzieren. Was soll's? Bald haben wir unser erstes Kraftwerk in Santiago. Interesting. Unser Journal, wie sieht's aus mit chilenische Nation? 0,39 außerhalb von Kriegen. Das ist schon mal mega nice, weil Universitäten und Kunsthochschulen ordentlich ballern und Prestige tatsächlich auch gar nicht mal so wenig. Da können wir jetzt auch mal kurz hier bei Etat checken. 13k plus und 3k plus. Zack, da gehen wir rein. Dadurch wird nämlich hier automatisch wieder ein bisschen mehr Zufriedenheit geschaffen. Und solange wir abbauen unsere Schulden, ist alles fein. Weil wir sehen jetzt den Investitionsfonds wieder runter. Jetzt wird hier eigentlich gleich aufgehört. Sollte eigentlich ganz gut laufen. Hier haben wir jetzt natürlich einen ordentlichen Schub. Das heißt, chilenische Nation. Oh ja, das geht jetzt auch richtig steil. Weil wir 328 Prestige haben. Jupp. Jupp, jupp, jupp. Können übrigens mal
die Wehrpflichtigen hier mal nochmal erhöhen. Um 2. Dann können wir hier die Wehrpflichtigen mal noch erhöhen. So, haben wir 26, kommt nochmal eine 30 draus. Dann nehmen wir hier aus Äthiopien nochmal welche. Na, immer ein schön gemixter Haufen. Keiner mehr eingeschalten, oder? Ne, gut. Das wäre es jetzt gewesen. Let's go. Ihr werdet das schaffen. Ich glaube an euch. Was war ich jetzt gerade am machen? Boah, ich bin so verwirrt. Achso, ja, genau. Ich habe die Wehrpflichtigen verteilt. Da haben wir jetzt 30, 25. Hier sind 0 drin. Das muss auf jeden Fall geändert werden. Ich bin überlegen. Ne, Indonesien kannst du behalten. Aber hier. Ihr braucht noch eine Wehrpflicht. Ja komm, mach mal alles Restliche rein. Jetzt sind wir bei 17. So, theoretisch könnte ich die jetzt noch auf 29 erhöhen. Ist doch eigentlich ganz nice. Wenn ich jetzt hier mal gucke, sind wir hier bei 97, die wir maximal ausheben können mit dazu. Dann sind wir bei fast 140. Das ist schon crazy. Und schon wieder bei Achtbarkeit. Also bei Verrufenheit von nur 22,6. Das ist doch mega gut. Dann können wir wirklich außer da jetzt bald holen. Und das, dann haben wir Sheva komplett eingekesselt. Und dann machen wir hier Sniggity Snaggity Snack. Und Tigray können wir theoretisch, gehen wir mal Diplomatie öffnen. Waffenstillstand ist noch 3 Jahre. Okay, gut. Da ist noch ein bisschen Luft. Ein guter Jahrgang, noch mehr Prestige. Sehr gut. Rassentrennung, aber nee. Sorry for that, aber da müssen wir leider ein bisschen dagegen schießen. Ja, plus 10%, ey. Freihandel, let's go. Ah, das läuft auch. Wo sind wir denn jetzt? Kritisch Protektionismus bewahren. Oh. 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 Das ist äußerst schlecht. Regierungsumbildung. Dann muss das wohl beendet werden. Na, jetzt ist Freihandel schließen kritisch. Das ist jetzt richtig kacke. Bestätigen. Jetzt muss ich die hier erstmal wieder glücklich machen, dass die nicht rausgehen. Oh, ist das zum Kotzen. Durch Petitionen abgelehnt. Ah, deswegen.
Die sind unzufrieden wegen Freihandel nicht beschlossen. I see the problem. Aber nur noch Mittel. Okay, ja gut. Dann hat sich das ja. Dann ist das Problem auch schon wieder beiseite geschoben. Boah, das ist doch easy. Jetzt holen wir Hammer. Isaac. Aufi. Aufi. Komm, hier. Noch minus zwei. Dann ist der Spuk hier erledigt. Der Effekt Somaliland wurde komplettiert. Dann sind wir bei minus 21. Müssen wir mal gucken. Das hier sind 3,2. Das heißt, da könnte ich theoretisch direkt drauf. Plus das. Sind wir bei 6. Das heißt 19. Unter 19. Das hier geht ja noch gar nicht. Und die hier müsste ich unter, ja, sagen wir mal bei 20. Machen jetzt 0,1 minus pro Woche. Das heißt, in 10 Wochen sind wir bei 20. In 20 Wochen wären wir bei 19. Ah, weiß ich nicht, ne? Weiß ich nicht. Sind sie auf einmal alle zufriedener hier? Das sieht alles nicht so gut aus. Na komm. Wir machen die Chile Haushaltswaren GmbH auf. Drück dir die Daumen, dass du vorankommst. Die anderen sind alle am Abnippeln. Die Chile Obstgärten. Los Rios Fortschaftskombinat. Das hat richtig reingekotet. Nun ja, jetzt sind wir bei 20,4, das heißt, du könntest jetzt erobert werden. Gleich. Ist ja auf jeden Fall schon mal keine verkehrte Sache, weil dann wird Amhara ein bisschen größer gemacht. Was geht hier? Moment. Was war das? Hä? Wo ist das? Ich sehe es nicht. Sambas Kommunisten. Ah, da unten. Jetzt verstehe ich, warum es da. Ein russisches Klientenland. Naja, okay, gut. Ich habe schon wieder einen Haufen jetzt drüber schwadroniert, obwohl wir zeitlich schon wieder drüber sind. Wir sind glücklicherweise wieder hier so in einem Plusbereich, auch wenn das irgendwie gerade nur so auf und ab hüpft, wie es gerade will. Ich pausiere hier mal. In der nächsten Folge werden wir uns auf jeden Fall um Aussa kümmern und um Sidamo. Das sind die nächsten Ziele, weil wir kommen auch langsam dem Spielende näher. Und ich würde tatsächlich gerne zum Abschluss hier das hier eben noch zusammenfügen und dann eben unabhängig machen. Ich glaube, das ist ein ganz schöner Abschluss dann, weil wir können leider gegen Brasilien in Verbindung mit Russland, hier Zollunion wird finanziert, Verteidigungspakt,
Hier, Verteidigungspakt zur Union. Wir haben hier halt echt einen Riegel vorgeschoben bekommen durch Peru, Bolivien und Brasilien. Na, wir haben zwar, also was heißt wir, ich habe da echt Schotten auch reingekackt stellenweise. Kann ich nicht beschreiben, bestreiten. Wir sind mittlerweile stark in einem Minus. Also theoretisch können wir jetzt eigentlich auch wieder anfangen zu bauen. Weil innerhalb von, ja, den paar Jahren, die wir jetzt noch haben, werden wir nicht pleite gehen. Das wird nicht der Fall sein. Ja, schauen wir mal. Ich denke mal, nächste Folge werde ich auch wieder aufbauen drücken. Beziehungsweise, warum nicht jetzt schon fortsetzen? Passt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann natürlich nicht vergessen zu abonnieren. Und sonst würde ich einfach nur noch sagen, euch einen wunderschönen restlichen Tag. Haut rein und see ya!